Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vice Together. Und das letzte Mal sind wir ja hier in die Stadt reingekommen, haben noch unsere Pokémon trainiert. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass Killian uns noch die Arena übrig gelassen hat, die hier ist. Aber so wie das von den Level unserer Pokémon aussieht, scheint es schlecht zu sein. Warte, wir reden einfach mal mit ihm. Okay, das heißt, er hat die schon gemacht. Dann können wir ja auch direkt weitergehen. Mal kurz schauen, ob die Pokémon angehittet sind. Ja, okay, Timon ein bisschen, aber das wäre jetzt nicht so schlimm. Dann machen wir den mal nach hinten und tauschen ihn mit, erstmal mit Nick aus. Und dann gehen wir weiter. Ich denke, soweit wird hier ja wohl schon alles dann fertig sein. Sonst wäre ja auch nicht hier hochgelaufen. Hey, Trainer! Hast du kurz Zeit? Ich habe es über den Visokaster gehört. Auf Route 7 tobt ein schlimmes Wetter. Und es soll kein natürliches Schauspiel sein. Irgendwie unheimlich, was? Ja, das wird uns jetzt soweit nicht stören. Auf jeden Fall gehen wir einfach weiter, helfen. Unwetter, okay, ist auch Route 10. Ich glaube, wenn Unwetter auf Route 7 ist, dann bedeutet das, dass dort, glaube ich, da ist dann ein legendäres Pokémon. Naja, ich kann mich auch irren. Ein wildes Geronimatz. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, das fange ich mir mal kurz einfach mal, um zu sehen, was es denn so kann. Nur leider habe ich keine Attacke, die wahrscheinlich Geronimatz überleben lassen würde. Ich versuch's einfach mal mit dem Killender. Wenn wir Glück haben, ist es schwach genug. Und das ist es auch. Dann packen wir direkt mal den Pokémon aus. Pokéball mal aus. Meisterball würden wir natürlich gerne behalten. Ich hoffe mal, ich werde mich nicht irgendwann verklicken, weil das wäre sehr unpraktisch. Mit dem Hyperball dürfte es eigentlich direkt uns gehören. Ja, das wird's auch. Schauen wir mal, was es denn so kann. Es zettelt willkürlich Kämpfe an. Egal wie stark der Gegner auch ist, es gewinnt an Stärke, indem es seine Fehler analysiert. Normalflug, okay. Wir benennen es mal nicht. Mich würde aber interessieren, was es sich entwickelt. Ich gehe mal kurz in den Pokédex dafür. Da können wir auch gerade sehen, wie viele Pokémon wir schon haben. Und gefangen haben und alles. Fangen wir einfach mal von oben an. Oh, von dem haben wir noch nicht mal die letzte Entwicklung gesehen. Das ist, glaube ich, das Pokémon von unserem Rivalen, dem männlichen. So, Otaro, Adimaru, Nagelplatz. Hätten wir auch mal entwickeln können, eigentlich. Dauert ja eigentlich nicht so lange. So. Dürfte eigentlich relativ spät erst auftauchen, da ist schon so, da müsste jetzt gleich kommen. Oder ist sogar Milza. Da steht nicht so viel dabei, wann das sich entwickelt. Nein, dürfte aber relativ spät sein. 48 würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ich will auch keine falsche Information weitergeben. Okay, die Weiterentwicklung davon kennen wir noch nicht. Dann ist es auch egal, dann schauen wir mal, welcher von den drei Dingern wirklich ein Pokéball ist, falls überhaupt eins davon ein Pokéball ist und nicht nur ein Pokémon. Dann Tantinion. Die brauchen wir nicht. Deswegen flischen wir auch direkt. Okay, das sind Hyperbälle, das heißt, dass da muss eigentlich auch noch ein Pokémon sein, aber gehen einfach mal hin. Nicht, dass wir jetzt einfach ein Item liegen lassen. Und wir können eigentlich auch einen Superschutz benutzen. Da müssen wir jetzt nicht immer kämpfen. Das tue ich auch gerade. Beutel und einen Superschutz. Der dürfte hier dabei sein. Oder auch nicht. Dann muss er hier dabei sein. Superschutz, genau, da ist er. Noch 16 Stück, das heißt, wir haben noch ein bisschen Power, das dürfte auf jeden Fall reichen.
Tamion, das brauchen wir natürlich auch nicht. Fliegen wir mal direkt. So, dann gucken wir mal, ob wir gegen dich kämpfen können. Wahrscheinlich ja, sonst würdest du ja nicht so da stehen. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, jetzt kommen wir sogar in die Siegesstraße demnächst. Das kann mich natürlich auch irren. Aerokeks, die Weiterentwicklung. Oh, und Level 39 ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Kalkling wird wohl am besten sein. Obwohl, naja. Von der Angriffsstärke her ist jetzt nicht so berauschend. Egal, benutzen wir es. Oh, das geht. Das zieht eigentlich ganz gut ab. Kommt wahrscheinlich auch davon, glaube ich, dass wir so groß sind. Aber die Erfahrung, die ist schon mal erfreulich. Linfu, versuchen wir gegen dich mal einen Wassersurfer, obwohl Kalkling wahrscheinlich trotzdem stärker ist. So. Er stärkt die Spezialangriff und Spezialverteidigung. Na egal, Server macht seinen Job und jetzt Wasserdüse, damit wir auf jeden Fall keinen Angriff mehr passieren müssen. Aber die Erfahrung von diesem Pokémon war jetzt nicht so berauschend. Gehen wir direkt weiter. Gibt's da oben ein Item? Würde mich wundern, wenn nicht. Aber es gibt keins. Irre ich mich oder ist das hier gerade ein Grafikbug? Das hier blau ist. Das soll uns auch nicht weiter stören. Gehen wir einfach direkt weiter. Und was haben wir? Oh, ein Charafax. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich einfach unser Charafax dagegen senden. Aber wir wollen ja natürlich die Erfahrung auf unseren Nick. So, das ist nicht sehr effektiv, war irgendwie klar. Und ich glaube, wenn er angreift, ist das sehr relativ effektiv. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, mit Fehlender noch anzugreifen. Das dürfte ein bisschen stärker sein. Aber ich will auch nicht riskieren, dass unser Nick jetzt drauf geht. Aber ich versuch's einfach mal. Okay, war auf jeden Fall schon mal knapp. Jetzt einmal noch schnell die Wasserdüse hinterher. So, wie viel davon gibt's? Oh, 1600, das ist schon mal relativ viel. Den können wir auf jeden Fall nicht jetzt austauschen. Ich würde behaupten, wir nehmen als erstes mal Petri rein. Der dürfte, denke ich, kein Problem haben mit Akrobatik. Oh, naja, ist nicht gerade sehr effektiv und Elektro zieht uns gut ab. Dann senden wir Renekton rein. Ja, ich dachte eigentlich, dass unser Petri einen One-Hit macht, aber da habe ich mich leider getäuscht. Schmarotzer haben wir neu, ich will einfach mal sehen, wie die Attacke aussieht. Nicht gerade sehr spektakulär. Dürfte eigentlich beiden gute Erfahrungen geben. Wie tragil. Lassen wir einfach den Neckten drin. Und versuchen es auch. Ist ja ein Geistbogen, aber müsste Unlicht eigentlich relativ stark sein. Oh, klaut uns sogar den Angriff. Aber wir haben benutzen auch und das dürfte sogar ein One-Hit sein, wenn ich mich da nicht irre. Und das ist es auch. Und die Erfahrung, die ist sehr gut.
glaube, dann machen wir mal kurz einmal unsere Pokémon kurz. Was für einen Song können wir da am besten raushauen? Supertank, die haben wir doch noch ein paar. Nutzen wir einfach zweimal. Ich meine, Supertank, den brauchen wir jetzt eigentlich eh nicht mehr. Und den können wir ja auch dann im schlimmsten Fall neu kaufen. Und dann gehen wir weiter. Ich bin der beste Trainer in dieser Gegend. Kannst du es mit mir aufnehmen? Ich hoffe doch mal ja. Was haben wir da? Ein Makamba. Ist unser Nick jetzt eigentlich nicht so gut? Deswegen tauschen wir auch direkt aus. Renekton ist kurz vorm Level up, deswegen würde ich dich gerne reinsetzen. Mache ich auch. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt nicht zu viel Damage macht. Ja, war klar. Ich soll nicht vergessen, die sind eigentlich auf dem gleichen Level wie wir. Deswegen holen wir jetzt einfach Elispin rein. Ist ja nämlich auch kurz vorm Level ab. Donner ist glaube ich nicht das Schlauste. Aber hat natürlich so einen Tipp-Bonus. Oder Ladestrahl. Ich versuche es einfach einmal mit Donner. Dann sehen wir ja. Wehr die Attacke ab. Das ist schade. Also auf jeden Fall nicht effektiv, was er benutzt. Schon mal gut. Aber uns ist er natürlich auch nicht. Dafür ist es jetzt aber paralysiert. Und verwirrt ist es natürlich auch noch. Also eigentlich können wir es riskieren, jetzt einfach weiter anzugreifen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es uns jetzt mit dem nächsten Angriff trifft, ist eh so gering. Und anbeleuchtet besiegt es eh mit einem Angriff. Da haben wir auf jeden Fall das Level ab. Und dann wechseln wir nochmal kurz auf Nick. Ne, Nick braucht ja gar nichts sein. Wechseln wir direkt auf Petri. Schauen wir mal, das ist kein... das ist Eis, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich jetzt wüsste, was für ein Typ das Pokémon da ist. Mal versuchen es einmal mit Feuerroten, das dürfte eigentlich gar nicht so schwach sein, obwohl Akrobatik wahrscheinlich eh stärker ist. Okay. Das war schon mal nicht stark und das war sehr effektiv. Dann kommt unser Nick rein. Der dürfte ja auf jeden Fall mit Kalklinge und im schlimmsten Fall viel Ender relativ schnell den guten Rigometri besiegt haben. Marmolida. Ich glaube, das kann uns dann eben auch besiegen. Machen wir aber diesmal mit viel Ender. Jetzt habe ich nicht gelesen, was da gestanden hat. Ja, ist nicht so effektiv. Aber er zum Glück auch nicht. Aber versuchen wir es mit der Kalklinge. Die dürfte auf jeden Fall gut Schaden machen. Oh, es war sogar ein Volltreffer, macht gar nichts. Ja, dann machen wir einfach mal eine Runde Nix. Eine Wasserdüse. So, und dann machen wir mit dem Feelender weiter. Ist zwar nicht so effektiv, aber immer noch stärker als unseren anderen Attacken. Und ich hoffe, die Erfahrung lohnt sich auch. Ja, fast Level up.
Ja, da heilen wir uns Pokémon nochmal. Einen Top-Trank wollen wir nicht benutzen, sondern ein... Ja, wir haben allgemein relativ wenig Tränke noch. Milch haben wir nochmal. Dich einmal. Und dann gehen wir auch direkt weiter. Halt! Lisandra und Prof. Echer haben mir gesagt, dass du auf dem Weg zur Pokémon-Liga bist. Ist das wahr? Ja. Also was Laura betrifft, bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich. Er ist schließlich nicht umsonst der Champ. Im schlimmsten Fall wirst du jedoch gegen N, den Boss von Team Plasma, kämpfen. Ich vergewissere mich daher besser mal, wie stark du momentan wirklich bist. Oh, das war Scheren, der geredet hat. Das ist jetzt sehr unpraktisch. Ich hätte vielleicht erstmal unseren Pokémon heilen sollen. Denn ich bezweifle stark, dass wir jetzt gewinnen werden. Und wenn ich mich nicht irre, ist sogar unser Pokémon, das wir gegen Orne Ele spielen, zum Glück noch am Leben. Schicken wir das gegen Fassa Snob. Jetzt muss ich mal ausnahmsweise mit ein bisschen Strategie kämpfen. Scanner wehrt natürlich unseren Donner ab. Aber ein zweites Mal wird es treffen und es wird wahrscheinlich auch One-Hit sein. Naja, die ist okay. Oh, die ist sogar eigentlich recht gut. Elispinnen. Das ist natürlich unser Renekton und unsere Eistüte, unser Petri. Nein, Petri wäre schlecht gewesen, aber Renekton wäre da am besten gewesen. Naja, muss Timon ran. Ne, ich hab, achso, Elispinnen hat. Der hat gar keinen Elispinnen. Ich bin es ja unser Pokémon. Na egal, gegen das ist auch nicht so schlecht. Machen wir einmal Trassenrinnen-Tanz. Er sinkt unsere Verteidigung. Das ist nicht so toll. Oh, aber dafür ist unser Angriff und Initiative jetzt gestiegen. Einmal Trassenklau, um zu schauen, wie stark es ist. Ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Sieht was ist nicht effektiv, aber da es ja allgemein relativ viel Schaden macht, ist doch recht gefährlich. Auf jeden Fall ist das Pokémon, das uns das letzte Mal so viel Probleme bereitet hat, besiegt. Sehr viel Royal Pflanze. Gibt es da irgendwie ein Pokémon, das gut geeignet wäre? Eistyp, nein. Elispinnen, ja. Ich glaube, ja, Flucht geht nicht, ist klar. Versuchen wir es nochmal mit Trankenklau, mal schauen, wie stark es ist. Ich hoffe, das ist gut. Er steigert seine Verteidigung. Und hat noch Überreste. Ja. Da hat er uns auf jeden Fall gut abgezogen. Da bleibt uns auch leider keine andere Wahl als eine Kumomilch einzuschmeißen. Warum hast du denn? Ne, das wollte ich jetzt nicht. Kumomilch, da ist sie doch. So, das dürfen wir auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen aushalten im Kampf. Obwohl. Ich merke gerade, der wird uns natürlich immer wieder so viel abziehen. Deswegen versuchen wir es jetzt auf gut Glück mit Elispinn. Der dürfte eigentlich mit der Ampelleuchte, dürften wir es besiegt bekommen. Wenn wir denn so lange überleben, ist natürlich die Frage.
versuch's jetzt einfach mit Ampelleuchte und in der Hoffnung, dass er danach keinen Slam mehr benutzt. Ah, natürlich macht das. Jetzt ist die Frage, Petri ist natürlich auch nicht gerade so stark gegen... Aber Petri ist eh tot. Er muss ja erst wieder ran. Nick würde ich jetzt ungern jetzt gegen CRP Royal schicken. Stahl-Lawine wollte ich jetzt nicht benutzen, super. Und Laubklinge ist sehr effektiv. Ja, also ist nicht sehr effektiv, aber macht sehr viel Schaden. Aber die Lawine, oh Gott sei Dank, die Lawine ist sehr stark. Und Timo erreicht Level 43. Cleopatra, da kann natürlich unser Nick endlich rein. Ich und mein letztes Punkt werden unsere allerletzte Kräfte. Was auch immer. So, Kalkin. Ich hoffe, das ist ein One-Hit. Wenn ich auch nicht will, haben wir jetzt auf jeden Fall einen Vorteil. So, Verteidigung sinkt. Erhalte ich natürlich nochmal. Oh, gar nicht mehr so schlecht. Kalkling dürfte jetzt nicht gehen, dank Fayuna. Ah, doch. Egal, dann haben wir jetzt gewonnen. Und 2000 Erfahrung. Danke, du hast mich wirklich beeindruckt. Hut ab, du hast es drauf. Das meine ich ganz ehrlich. Lass mich noch schnell dafür sorgen, dass dein Pokémon-Team wieder fit ist. Ich befürchte, ich kann dir momentan nicht das Wasser reichen. Du bist zu stark für mich, Black. So kann ich dir im Kampf gegen N jedenfalls kaum behilflich sein. Black, ich kann dir zwar nicht großartig behilflich sein, aber zumindest habe ich hier eine Kleinigkeit für dich. Top-Beleber? Ah, okay. Ich habe den Werner mal nicht gebrauchen. Aber es ist schon witzig zu sehen, wie jeder seinen eigenen Weg geht. Witzig? Wie kannst du nur ausgerechnet jetzt sowas sagen? Sowas sagen. Ganz einfach, Sharon. Manchmal muss man das Leben eben von der heiteren Seite betrachten. Es bringt doch nichts, immer nur mit ernster Miene herumzulaufen. Seit unserer Begegnung mit den Pokémon haben wir weite Strecken gemeinsam zurückgelegt und dennoch viele unterschiedliche Dinge erlebt. Dinge, die uns ziemlich geprägt haben, aber auch verändert haben. Dementsprechend hat jeder von uns andere Wünsche und jedem von uns stehen andere Möglichkeiten offen, nicht wahr? Ich habe auf dieser Reise jedenfalls viel dazu gelernt. Also ich bin glücklich und zufrieden. Da ist was dran. Und klar, jeder von uns hat seine eigenen Talente. Jeder sollte wohl das tun, was er am besten kann. Jeder Mensch hat andere Ideale und ein anderes Weltbild. Aber dennoch ist es ja wohl ganz normal, dass man sich gegenseitig hilft, wenn es darauf ankommt. Deshalb bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Menschen und Pokémon immer Seite an Seite leben sollten. Black, falls Lauro oder dir einmal irgendwas passieren sollte, möchte ich auf jeden Fall in der Lage sein zu helfen. Dafür trainiere ich und dafür möchte ich stärker werden. Mach mir so lange also keine Dummheiten, hörst du? Und weg ist er. Black, ich möchte auch meinen Teil beitragen. Also, wenn einem in einem solchen Moment irgendwelche schlauen und denkwürdigen Worte einfallen würden. Mal sehen. Geben wir einfach alle unser Bestes. Das tun wir. Ausnahmsweise habe ich auch mal mir Mühe gegeben an einem Kampf gegen einen Arena-Leiter bzw. einen Rivalen. Unsere Pokémon sind soweit wieder geheilt und nur noch Petri und Renekton brauchen ein Level up. Deswegen kommen beide gerade mal nach vorne. Der Rest ist ja schon auf 20 oder sogar 23. Sortiert die gerade auch mal nach Level. Und ja, 24 Minuten haben wir jetzt aufgenommen. Ist noch überraschend ein Kampf dazu gekommen. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Und die nächste Folge seht ihr dann bei Kilian. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss.